Die haben natürlich meistens Probleme damit. Es ist nur so, man kann es, wenn ich mal bei dem Bild bleibe, es gibt so ein paar, die kann man auch als Universalvampire bezeichnen. Wir sind jemand, der für alle anstrengend ist. Wobei die sind noch relativ einfach. Wir sind jemand, der für alle anstrengend ist. Ah, da kommt schon der Herr sowieso, der ist eh immer ein bisschen komisch, dann ist okay. Das Problem ist, wenn die anderen sagen, der ist in Ordnung, nur ich erlebe den so. Ich sage, okay, heute war wieder die Frau sowieso da, ich weiß gar nicht, was du hast. Die ist doch immer so nett, die lächelt immer so nett, die bringt immer nette Geschenke mit. Sag ich, genau das ist ja das Problem, dass sie die Geschenke mitbringt. Aber so etwa. Also das heißt, da muss man gucken, die haben natürlich meistens oft selbst auch große Probleme, dann merkt man auch so in den eigenen Beziehungen dann und so weiter dann. Aber schöpft bewusst oder unbewusst doch sehr viel Energie dadurch von dem anderen dann und so weiter, ohne das manchmal zu wissen, welchen Einfluss sie haben. Und die wenigsten kriegen auch manchmal auch eine Rückmeldung von uns, wie sie erlebt werden. Also viele Menschen laufen ja seit Jahrzehnten ohne Rückmeldung herum dann, ja. Wie sie zum Beispiel, ja, schauen Sie, und das hat mehrere Gründe. Zum einen ist, die meisten von uns wollen keine Rückmeldung oder Feedback, wie das heute heißt, dann, oder sowas bekommen. Vor allem nicht, wenn es negativ ist dann, ja. Also wenn ich höre, wenn du gestern nicht da gewesen wärst, wäre es besser gewesen. Das ist schon eine harte Rückmeldung dann. Aber das ist die eine Sache. Das andere ist, was genauso problematisch ist, sie finden kaum jemanden, der ihnen wirklich eine angemessene Rückmeldung geben kann. Jeder meint zwar, er kennt sich überall aus, aber man kann so einen Sinn für Urteilsvermögen, Sense of Judgment. Es gibt wenig Menschen im Leben, also ich glaube, wenn man zwei, drei mit seinem Leben findet, hat man Glück gehabt, die ein gutes Urteilsvermögen haben. Wissen, eine Meinung hat jeder. Ja, zum Beispiel, ja, du musst kürzer treten dann zum Beispiel dann, ja. Jetzt stellen Sie sich mal, ich will morgen einen Herzinfarkt kriegen. 100 Leute stehen hier vor Ihnen und würden sagen, ist doch klar, dass er einen Herzinfarkt bekommen hat, ja, weil immer so viel gemacht hat. Bei mir ist doch egal, was ich mache. Wenn ich im Garten sitze, würden die eh sagen, ist klar, warum er den bekommen hat, auch wenn ich meine Sache relativ gut balanciert habe. Also jeder hat eine Meinung, aber dass einer wirklich differenziert in der Rückmeldung geben kann, das gibt es relativ selten. Und diese Leute sollte man sich wirklich sehr, wie soll man sagen, die muss man sich kümmern. Wenn man so ein, zwei solche Freunde oder Bekannte hat, dann, die einem doch mal eine Rückmeldung geben können, wie man ankommt, ich glaube, das ist sehr, sehr hilfreich dann. Weil es kann sein, dass wir ein ganzes Leben in die falsche Richtung gehen und das gar nicht mitbekommen dann. Und erst wenn man dann raus ist, zum Beispiel aus der Firma, sagen alle, Gott sei Dank ist der endlich weg dann zum Beispiel. Dann, ja? Die Sache dann, ja. Oder gut, dass die jetzt endlich im Altenheim ist, solche Sachen, endlich mal ihr Bruder. Also das weiß man nicht. Oder gut, dass das Kind endlich mal ausgezogen ist dann. Ja, und diese Rückmeldung gibt es, glaube ich, relativ selten dann. Wie so Ihre Erfahrung ist dann, ja? Bitte schön. Ja, das ist auch die Problematik, denke ich.